Der Vierkammerblick ist die Basis der fetalen Herzechokardiographie. Seine standardisierte Darstellung wird von der Schweizer Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin gefordert. Die Untersuchung des Vierkammerblicks beginnt mit der Bestimmung der fetalen Lateralität. Ein Abdomenquerschnitt zeigt den links gelegenen Magen. Das fetale Herz zeigt nach links. Zwei Drittel des Herzens befinden sich links im Thorax. Man spricht von Levokardie. Die fetale Herzachse beträgt 45 Grad plus minus 20 Grad. Die normale Herzgröße beträgt etwa ein Drittel des Thoraxes. Das Herz schlägt regelmäßig. Die Kontraktionen der Vorhöfe und der Kammern sind synchronisiert. Das Bild sollte vergrößert werden, sodass das Herz mindestens ein Drittel des Bildes einnimmt. Die Existenz von vier Kammern wird bestätigt. Man beachte die Symmetrie zwischen Vorhöfen und Kammern. Der linke Ventrikel bildet die Herzspitze. Der rechte Ventrikel liegt der Thoraxwand an. Das Moderatorband sieht man in der Spitze des rechten Ventrikels. Die beiden Vorhöfe sind etwa gleich groß. Der linke Vorhof hat eine eher kantige Form. Die Pulmonalvenen münden in den linken Vorhof. Der linke Vorhof ist über die Mitralklappe mit der linken Kammer verbunden. Der rechte Vorhof hat eine eher runde Form. Er ist über die Tricuspidalklappe mit der rechten Kammer verbunden. Man erkennt das Foramen ovale mit seiner Klappe. Die Aorta ist sichtbar hinter dem linken Vorhof und vor der Wirbelsäule. Die Sinneloop Function ermöglicht die Beurteilung des Herzkreuzes. Die Tricuspidalklappe liegt etwas apikaler als die Mitralklappe. Die AV-Klappen setzen getrennt voneinander an. Sie öffnen sich und bewegen sich frei. Das Vorhofseptum, Septum Primum, ist darstellbar. Mit Hilfe des Farbdopplers können die AV-Klappen beurteilt und eine Insuffizienz ausgeschlossen werden. Der Farbdoppler erleichtert die Darstellung der Einmündung der Pulmonalvenen in den linken Vorhof. Im Seitenbild kann das Ventrikelseptum gut beurteilt werden. Ein fehlendes Dopplersignal zeigt ein intaktes Septum. Hier sieht man das Septum Primum und das Foramen ovale mit seiner Klappe im linken Vorhof. Zusammenfassend ist der Vierkammerblick ein wesentlicher Teil der fetalen Ultraschalluntersuchung. Das Erlernen seiner Darstellung und Interpretation ist von höchster Wichtigkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.